Und hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play das schwarze Auge Memoria mit mir, dem Captain. Und ich spiele, ja, hat sich gerade versteckt, diesen Geron hier, der sich gerade in dem Haus von dem Magister befindet oder befunden hat, der offensichtlich in eine Staubstatue verwandelt worden ist. Und irgendwas wohl wegschließen oder verstecken wollte oder irgend sowas. Und jetzt haben wir hier einen wachsförmigen Abdruck mit Honig gefüllt. Und ja, das kann jetzt mal dieser nette Herr, der uns Ich den. muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Kannst du diesen Honigabdruck zu einem Schlüssel verhärten? Ich mag deinen Erfindungsgeist. Gib her. Weiches, erstarre, fließendes verharre. Ja, Danke. siehst du? Wunderbar. Und damit habe ich jetzt einen. Was? Verzauberte Wachsform? Ich dachte, ich habe jetzt einen Schlüssel. Vielleicht muss ich jetzt. Ach, ich muss das zerstören. Okay, jetzt habe ich einen Schlüssel. Okay, gut, gehen wir wieder rein. Und wir gehen nach oben. Und wenden den Schlüssel aufs Schloss an. Bei Fex, es hat tatsächlich geklappt. Wir können die Tür aufmachen. Ah, und jetzt sind wir in dieser geheimen Schreibstube hier, ne? Oh, merkwürdiges Funkeln. Wir gucken erstmal durch die Magierlinse. Der ganze Raum glüht. Kein Wunder bei einem Mann, der magische Artefakte sammelt, wie andere Leute Splitter im Fuß. Ich wünschte, ich hätte einen Steinfußboden zu Hause. So, das Funkeln nehmen wir Meine Hand ist mit. zu groß. Ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Okay. Hier ist erstmal eine Kohlezeichnung. Die Worte. Nichts ist jemals verloren, stehen darunter. Dann. Da ist ein Gefäß. Okay, noch irgendwas, was ich. Da ist eine Eine Zeichnung. riesige Festung auf einem Berg. Sieht so drakonisch aus? Ich sehe mir das mal näher an. Ein Geheimfach. Oh, Eine ein versteinerte Geheimfach. Ratte und Zeichnungen von der Maske. Hier sind überall kleine gekritzelte Notizen. Ganz oben steht, nach all den Jahren endlich Antwort. Die Maske ist in Drakonia. Morgen breche ich auf. Auf einem anderen Zettel dann, gestern zurückgekehrt, konnte die Maske nicht finden. Das Konzil verweigerte mir den Eintritt in die Festung. Dafür bestach ich einen Adepten und besitze nun den Rubin. Doch ohne das Artefakt bleibt er wertlos. Drakonia? Die Maske der Rubin? Wann verrät mir endlich jemand, was das alles soll? Genau wie Eurich. Laut seinen Notizen ging der Kauz nach Drakonia, um die Maske zu suchen, und kam nur mit einem Rubin zurück. Der Staub ist zu fein für meine Finger. Ja, ich habe ja noch, ich habe hier ein Behältnis. Ich nehme das Messer, um den Staub in das Gefäß zu kratzen. Genau, damit haben wir doch das Behältnis. Haben wir jetzt noch irgendwas? Irgendwas hier, ach, hier oben ist noch Bibliothek. Breda soll sich damit befassen. Ich muss herausfinden, was hier geschehen ist. Und jetzt haben wir noch hier unten merkwürdiges Funkeln. Da komme ich damit nicht dran, komme ich mit dem Besen dran? Der Besenstiel ist viel zu dick. Komme ich mit dem Dolch dran? Das Messer ist ein Stück zu kurz. Hä, was ist denn das für eine Liste? Ha,
Hasenauge, Elmerion, Rondellions Fanghorn. Das scheint eine Liste von magischen Artefakten zu sein. Manche tragen einen Vermerk zum Aufenthaltsort, andere sind abgehakt. Ein Andergaster wie Eurich kann sich diesen ganzen magischen Firlefanz doch gar nicht leisten. Am Ende kommt noch raus, er war gar kein echter Magier, sondern nur ein gemeiner Dieb. Könnte natürlich sein. Aber gut, er wird bestimmt schon was haben. Ah, hier kann ich bestimmt was reinrieseln, ne? Ich habe den Staub in die Ritze gekippt. Ach. Ein Rubin. Er hat einen Sprung. Oh, mein Kopf. Jetzt geht das wieder los. Da ist jemand nebenan. Oh, nicht schon wieder. Nur noch diese Wand. Dann sind wir in Draconia. Hilf mir. Alleine komme ich hier nicht hoch. Befreie meine Hände. Wenn ich das tue, tötest du mich doch sofort. Richtig. Wie sehr er euch hasst, Charizard. Verständlich. Wer ist schon gern ein Sklave? Er müsste mich nur noch hier hinüberheben. Dann wären wir am Ziel. Die Maske. Ist dir etwas eingefallen? Ja. Seit wir hier sind, erinnere ich mich an immer mehr. Sagt mir, im Inneren der Maske... Seht ihr dort Schriftzeichen? Ah, ich hatte recht. Phtan Faskadan es Plaste Katan. Murilor Gras Ferel Goran. Hil Bemutir Gerul Felan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Was ist das für eine Sprache? Eine sehr, sehr alte. Malakar hat sie laut für laut in die urtulamidische Schriftform übersetzt. Und über die Alte einritzen lassen. Setzt eurem Gefangenen die Maske auf und rezitiert die Formel. Anschließend wird er euch jeden eurer Wünsche erfüllen. Okay. Was wird passieren, wenn ich die Formel spreche? Ich erinnere mich nicht genau. Aber ich weiß, dass es ihn zu eurem Diener machen wird. Auch mit freien Händen wird er dann noch machen, was ihr von ihm verlangt. Interessant, also. Aber nochmal gerade zurück zu dem, was passiert ist. Geron hat diesen Rubin genommen und aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil dieser Dämon in der Nähe ist, werden die Träume bei ihm jetzt auch hervorgerufen. Und die Träume sind im Prinzip das, was sich vor 450 Jahren im Rastulswall abgespielt hat mit Satya. Ich kann mir die Zauberformel nicht merken. Sie ist so schwierig. Lasst mich es versuchen. Wenn es dann soweit ist, werde ich euch die Worte vorsagen und ihr sprecht mir nach. Moment, was hatte sie gerade gesagt? Sie kann das nicht lesen? Sie kann die Worte nicht lesen? Okay. Interessant, dass sie die Worte nicht lesen kann. Wie hast du seine Hände versteinert? Mit diesem Zauber hier. Oh, ein dritter Zauber, den Satya bekommt. Ihr könnt ihn auf der Blume dort oben ausprobieren. Na, das werden wir doch gleich mal probieren, ne? Und nun verwandelt sie wieder zurück. Ich hatte recht. Wie weit geht dieser Zauber? Vorerst reicht meine Kraft nur für kleine Tiere und Pflanzen. Einst konnte ich vermutlich auch ganze Menschen versteinern. Aber die Jahre müssen mich geschwächt haben. Wie kommt es, dass du dich jetzt daran erinnerst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind diese Berge. Es ist, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich trug Malakas Maske bei mir. Und ich suchte einen Garten? Mehr weiß ich nicht. Wenn es mir gelingt, Rachwan die Maske aufzusetzen, werden wir es vielleicht bald erfahren.
Okay, suchte einen Garten. Interessante Hintergrundinformation, ne? Hatte das nicht auch Fahi gesagt? Irgendwas mit einem Garten? Was haben wir denn hier? Schnee. Überall Schnee. Ich bin fast am Ziel, wenn nur diese Felswand nicht wäre. Rachwan, du musst mir darüber helfen. Befrei mich zuerst. Ich dachte, ihr wolltet mich loswerden. Da hinten über den Baumstamm. Hier gibt's noch einen Dornbusch. Er ist so trocken. Ein Wunder, dass er noch lebt. So, was haben wir hier? Eine Drachenstatue. Allein der Anblick lässt einem das Blut gefrieren. Nicht wahr, Herren? Das liegt an den Eiszapfen, nicht an dem Steinblock. Naja, gut. Also, ich werde aber mal kurzzeitig abspeichern hier. So, speichern und weiterspielen. Denn ich will noch mal ein bisschen ausprobieren hier. Entsteinern, versteinern, die Drachenstatue vielleicht. Ich muss euch ein weiteres Mal enttäuschen. Das ist kein versteinerter Drache. Das ist eine echte Statue. Ah, okay. Der Zauber wirkt nur auf Lebewesen. Die Statue ist von einer Eisschicht um... Okay, eine Eisschicht. Grasbüschel, Feuerstelle. Ich brauche dringend Wärme. Ich erfriere gleich. Hast du sonst noch was? Aktivieren, deaktivieren? Das geht nur bei magischen Artefakten. Das ist wohl nicht magisch genug. Ach, okay. Und das hier ist Vision schicken. So. Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Ich weiß. Aber wie? Ich bin zu erschöpft, um mit ihm zu kämpfen. Außerdem ist mir kalt. Ich brauche dringend etwas, woran ich mich wärmen kann. Ist dir nicht kalt? In Draconia kannst du dich endlich wärmen. Kälte ist nur im Kopf. Denke nicht daran und dir wird auch nicht kalt. Okay. Mach mir endlich eine Räuberleiter. Hilf mir über die Felswand. Gib mir meine Hände zurück. Es wird Zeit, dass ich dich endlich töte. Setz ihm die Maske auf und er wird es sich anders überlegen. Ah, okay, gut. Ich habe hier noch einen Ast. Feuersteine und Ast. Das mache ich besser nicht in meiner Tasche. Dann, stopp. Dann Ast in die Feuerstelle legen. Es ist so windig. Hier bekomme ich kein Feuer hin. Es ist so windig. Habe ich nicht sonst noch irgendwas? Nee, ne? Na gut. Ah, Rachwans Halskette. Okay, eine Vision schicken an Rachwans Halskette. Ach, da hinten ist sogar Schnee. Also Gut, Rachwan ist ausgewählt. Ach, da unten ist noch ein Spalt. Felswand, Blume, Drakonie, Eiszapfen, eisiges Funkeln. Alles, was kalt ist, drücken hier. Dreimal nur noch, ne? Mach Feuer. Mir ist kalt. Ja, natürlich ist dir kalt. Ach genau, hier. Probier was mal mit Alkohol, ne? Ich habe das sollte etwas jetzt Alkohol brennen, oder?
Das sollte jetzt brennen. Es ist so windig. Hier bekomme ich kein Feuer hin. Es ist einfach zu windig. Er ist so trocken. Ein Wunder, dass er noch lebt. Ah, okay, natürlich. Hier, jetzt können wir mal eine Schutzwand machen. Und jetzt ist es da nicht mehr so windig. Und jetzt kannst du Feuer machen, ne? Jawohl. So, und jetzt kann ich dir die Maske aufsetzen. Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Okay. Wie soll ich ihn jetzt überwältigen? Mit dem Dolch? Hier unten ist auch irgendwie ein Spalt oder so, ne? Ach nee, das war nur... Das war nur das, ne? Okay. Ist das Gras giftig? Nein. Ist. Ist. Ich bin deine Spiele ein für alle Mal satt. Komm. Versteinern wir das. Ah, okay. Toll, Asavsha. Jetzt habe ich dich. So, so. Und jetzt kann ich dir die Maske aufziehen. So. Werd mein Diener, Sklave. Sprecht mir nach. Ftan Faskadan es blaste Quatan. Okay. Was hat er denn jetzt gesagt? Ftan Faskadan es plan de Quatan. Ftan Faskadan es plas de Quatan. Humurilor Gras Ferel Goran. Humurilor Gras Ferel Goran. Hilbe Mutje Gerul Felan. Hilbe Mutje Gerul Felan. Hilbe Mutje Gerul Felan. Ihr habt es fast geschafft. Noch ein Vers. Juntir Quatan Feluntir Sodan. Was? Juntir Quatan Feluntir Sodan. Juntir Quatan Feluntir Sodan. Nehmt ihm die Maske ab. Hey, was ist mit dir? Kannst du mich hören? Wer bist du? Wer bin ich? Was ist mit ihm? Er hat sein Gedächtnis verloren. Für immer? Ja, aber ist es nicht das, was ihr wolltet? Er hasst euch nun nicht mehr. Er wird euch helfen. Es ist nichts mehr von ihm übrig. Ohne Erinnerungen ist er nur noch eine leere Hülle. So ein Schicksal hat noch nicht einmal er verdient. Halt den Mund. Du hast mir geholfen. Aber das geht zu weit. Sobald ich in Draconia bin, werde ich dich wegwerfen. Wie undankbar ihr seid, Prinzessin. Es wird mir eine Freude sein, euch endlich los zu sein. Das haben wir jetzt geträumt. Während wir hier drin waren. Schon wieder eingeschlafen? Danke für den Rubin, Geron. Wer war das? Habe ich ihn nicht mehr?
Oh nein, ich habe den Rubin nicht mehr. Er hat ihn mir weggenommen. Er hat mir den Rubin weggenommen. Das gibt's nicht. Ja, Mietzi, ne? Da bist du auch ganz, ganz, ganz traurig jetzt, ne? Ja, Katze, hä? Oh, da ist er. Zwölfen. Ruhig, Leon. Ich bin nicht hier, um dich zu verletzen. Wer bist du? Die Maske machte den Verkiner dumm und leer. Die Prinzessin löste seine Fesseln. Sie ließ sich von ihm über die letzte Hürde heben und trat so endlich vor die Tore von Draconia. Was soll das hier werden? Willst du das Rätsel lösen, Leon? Willst du Muri helfen? Ja, aber... Dann beweise mir, dass du nicht dumm bist. Sei gegrüßt, Reisender. Praios, beschütze mich. Draconias Tor wird von 6 Elementarwesen bewacht. 6 Wesen mit 6 Rätseln, die Sattler zu lösen hat. Brüder und Schwestern sind wir. Einem jeden sein Element. Sag uns, wer wir sind. Und auch du seist uns nicht mehr fremd. Du hast sie gehört. Sag den Fratzen, welchem Element ein jeder angehört, so wie es Sadja einst tat. Und der Weg nach Draconia wird sich auch für dich öffnen. Oh, ein Elemente-Rätsel. Wir haben jetzt hier diese ganzen Köpfe, okay. Was haben wir hier? Ein Steinkopf. Sie starren mich an, als erwarteten sie eine Antwort. Das tun sie auch, Georg. Das tun sie auch. Wie mein Bruder bin ich mal heiß, mal kalt und immer in Bewegung. Doch anders als er bleibe ich dabei immer derselbe. Wer bin ich? Mal heiß, mal kalt. Luft. Du bist Luft. War das jetzt richtig? Was ist das? Haltet mich fern von meiner Schwester in der Mitte. Erst raubt sie meine Form und schließlich meine Substanz. Wer bin ich? Eis? Du bist Eis. Dann ist das hier halt in der Mitte. Halt mich bei Laune, sonst vergehe ich. Halt mich in Schach, sonst versehre ich dich. Wer bin ich? Und das muss jetzt Feuer sein? Du bist Feuer. Dann haben wir hier noch einen. Ich kenne die Welt wie kein anderer. Man kann durch mich hindurchgreifen und doch verberge ich ihre größten Geheimnisse. Wer bin ich? Okay, dann bist du Wasser. Du bist Wasser. Ich bin die Schwester mit der größten Geduld. Äonen feile ich an meinen Schätzen und trage das Antlitz der Welt. Wer bin ich? Okay, dann bist du Erz. Du bist Erz. Von all meinen Geschwistern entstand ich zuletzt. Ich gebe jedem Leben, aber wo ich gebe, dann nehme ich auch zurück. Wer bin ich? Okay, du bist du Humus. Du bist Humus. Es ist vollbracht. Das Tor nach Draconia steht dir nun offen. Ich sehe nichts. Tritt näher. Soll ich wirklich näher gehen?
ist auch nur eine Versteinerung. Er hält etwas in der Hand. Ein Buch. Geron, bist du hier? Breda. Ah, du bist noch da. Ist Ulrich oben? Nein, er liegt dort hinten auf dem Boden, der Staubhaufen. Das ist nicht dein Ernst. Vielleicht setzt du dich erst mal. Ich muss dir etwas zeigen. Interessant. Es ist ein Tagebuch, geschrieben von einem Luftmagier, der zu Sadjas Zeiten in Draconia lebte. Hier, die anstehende Schlacht in der Gorischen Wüste, das heilige Heer vor unseren Toren, verlangte man auch von uns, einen Teil in diesem beispiellosen Blutbad zu spielen. Meinst du, das Buch gibt uns einen Hinweis, wie wir den Weg nach Draconia finden? Ach, Geron, das Buch ist der Weg nach Draconia, wie jedes Buch ein Tor sein kann. Das sieht an einer guten Stelle aus. 19. Boron, 590 nach Bosparans Fall. Oh, Kapitel 5. Ich befand mich gerade auf dem Weg zu den Laboren der Erzfakultät, als Admiral Vahim mich überraschend im Hauptgang abfing. Eure Haltung ist untragbar, Xerxes. In 3 Tagen werden die Dämonenhorden über Aventurien herfallen. Wenn mein Heer untergeht, dann ist es eure Ignoranz, die uns zu Fall brachte. Ach, Admiral, ich weiß. Aber ihr übertreibt. Wir sind einfache Elementarmagier. Wir haben uns in diese Hallen zurückgezogen, weil uns die Belange der Welt ermüden. Wir sind keine Krieger. Ihr gebietet über die Elemente. Ihr könnt mit euren Geistern Wirbelwinde über die gegnerischen Horden schicken oder einen infernalen Feuersturm. Keshal Ri selbst ist Zeuge eurer Macht. Schwebesteine sind eine Sache, Krieg eine andere. Schlagt euer kleines Geplänkel bitte alleine. Ich wiederholte meine Worte vom Vortag, betonte, dass wir das Gleichgewicht der Sphären nicht bedroht sahen und erlaubte mir sogar einen kleinen, raffinierten Wortwitz über den militärischen Eifer unserer Zeit, der zu meiner Enttäuschung jedoch nicht als solcher verstanden wurde, als die Geister am Tor auf einmal ihre Pforte öffneten. Und Sadja trat ein. Ja, da kommt sie. Erwartet ihr jemanden? Nein. Herzlich willkommen im Konzil der Elemente. Was kann ich für euch tun? Tja, was kannst du wohl für uns tun? Gute Frage. Wir fragen erstmal, ob das Draconia ist. Ist dies Draconia? Ja. Das Konzil der Elemente zu Draconia. Ihr benötigt die Dienste eines Elementarmagiers? Ich heiße Sadja. Ich komme aus Fazar. Fazar? Ein weiter Weg. Seid ihr die ganze Strecke zu Fuß gelaufen? Ja. Ich bin hier, um mich dem Heiligen Heer anzuschließen. Ich will in der Gor kämpfen. Damit habe ich nichts zu tun. Wir können jeden gebrauchen, den wir kriegen können. Was kannst du? Ich suche einen Prinzen. Ich soll ihm diese Maske überreichen. Xerxes, bringt sie zum Prinzen. Mir wäre lieber, ich... Sofort. Wenn ihr mir bitte folgen wollt. Ich muss gestehen, wir sind etwas, wie soll ich sagen, überrascht über eure Ankunft. Nicht viele Menschen verirren sich hierher. Ehrlich gesagt ist mir dies auch ein Segen. Dieser Admiral geht mir langsam auf den Geist. Wusstet ihr, dass Draconia einst von Drachen erbaut wurde? All die Wunder dieser Welt vereint an einem Ort. Und hinter jedem Stollen verbirgt sich eine neue Überraschung. Und dieser Mann will, dass wir all das liegen lassen und in seinem komischen Krieg mitkämpfen. Könnt ihr das fassen? Darf ich fragen, was ist mit dieser Maske? Auf sich hat?
Sie entzieht Menschen ihre Erinnerung und macht sie zu Sklaven. Das klingt nicht sehr erfreulich. Mir wurde gesagt, ich solle sie hierher bringen. Mehr weiß ich nicht. Sie sieht sehr alt aus, wie aus einer fernen, längst vergessenen Zeit. Ach, die Zeit. Ist Zeit nicht etwas Erstaunliches? Auf den ersten Blick wirkt in Draconia alles gigantisch und wir so klein. Aber das ist nichts im Vergleich zu der monumentalen Größe der Zeit, die in diesen Hallen schlummert. Unserem Wissen nach ist dies das älteste Bauwerk Aventuriens. Fast so alt wie die Zeit selbst. Ich hoffe, ihr habt einen langen Atem. Diese Treppe hier ist grausam. Hier ein Sternensystem, aber faszinierenderweise nicht das unsere. Wer hat es gebaut? Und warum? Zeigt es die Vergangenheit? Oder eine ferne Zukunft? Ich behaupte ja, es zeigt beides. Okay. Und eine weitere Treppe. Ah. Die Zucchini. Ich liebe Zucchini. Warum ist Draconia so leer? Ich dachte, ihr zieht bald in den Krieg. Wo ist das her? Falsch. Wir, das heißt das Konzil, hat beschlossen, sich aus diesem Krieg herauszuhalten. Man drängt uns, unsere Meinung zu ändern. Aber solange das Sphärengleichgewicht nicht gestört ist, sehen wir keinen Grund dazu. Verdammt! Das heißt, es gibt hier kein Heer? Doch. Da hinten. Die fliegende Feste Keschalri. Ein Meisterwerk der elementaren Luftmagie. Habt ihr noch eine letzte Frage, bevor ich euch zum Prinzen führe? Der Prinz. Wer ist der Prinz? Die Festung wird von 100 mal 100 Luftgeistern getragen, die in besonderen Kristallen gebunden wurden, sogenannten Schwebesteinen. Der Prinz ist ein Meister der Beherrschungsmagie. Er sorgt dafür, dass die Geister in den Steinen bleiben und tun, was von ihnen verlangt wird. Aber wieso ein Prinz? Wie Admiral Vahim immer so schön sagt, in solchen Zeiten nimmt man, was man kriegen kann. Okay, die fliegende Feste. Darin befindet sich das Heilige Heer? Ja, eine ganze Armee von Geweihten. Ein zweites Heer marschiert gerade von Zorgan Richtung Gor. In 3 Tagen werden beide Truppen kurz vor dem Plateau zueinander stoßen und gemeinsam in die Schlacht eintreten. All der Aufwand nur, um zu sterben. Tragisch. Was ist mit euren Beinen? Ich bin mit sehr schwachen Beinen geboren. So schwach, dass sie nicht mit meinem restlichen Körper mitwuchsen. Ein Luftgeist trägt mich seither durch mein Leben. Ein Luftgeist, okay. Bringt mich zur Festung. Ich muss diesen Prinzen sehen. Und wieder schließt ihr voreilige Schlüsse. Der Prinz befindet sich nicht mehr auf der Festung, sondern hier in diesem Loch. Nehmt meine Hand. Okay. So, da wären wir. Ich habe euch ganz schön in eine Falle gelockt. Hm? Ja, der Prinz ist ein Gefangener und ja, ihr habt ihm zugespielt. Habt ihr irgendetwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Gefangener Prinz? Was hat er getan? Er hat sich an den Schwebesteinen der fliegenden Festung zu schaffen gemacht. Er ist böse und wir haben ihn gefangen. Ihr wisst nichts darüber? Nee, wissen wir auch nichts. Dieser Raum ist ein Gefängnis? Draconia hat keine Kerker. Daher mussten wir umdenken. Wir befinden uns hier direkt über dem Sphärenobservatorium. Die Magie des Observatoriums hält die Matrix des Raumes stabil. Das macht es unmöglich, hier zu zaubern. Ihr versteht das Prinzip? Nein. Dabei ist es so einfach. Was will er mit der Maske? Wer weiß? Ich wusste bis eben noch nicht einmal, dass so ein Artefakt überhaupt existiert.
Lasst mich gehen. Ich habe die Maske unter falschem Wissen hierher gebracht. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Auf dem Weg hinauf habe ich einige Zauber auf euch gewirkt. Ich weiß, dass ihr nichts Böses wollt. Na dann. Bevor ich euch gehen lassen kann, müsst ihr mir erst die Maske, euren Stab und den Dolch geben. Anders geht es nicht. Okay. Müssen wir jetzt geben oder was? Aber ob wir das jetzt wirklich geben müssen, das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir weiterspielen in einer Woche. Bis zum nächsten Mal.